Servus, ich bin der Lukas. Ich mache bei der KLM Fibres eine Ausbildung zum Elektroniker für Betriebstechnik. Also jeder Tag in der Früh, das ist halt immer was anderes. Unser Ausbilder teilt uns ein, mit wem lassen wir mitgehen. Wir arbeiten dann halt direkt mit den XLM in der Anlage draus, dass die Anlage wieder funktioniert, dass halt die Produktion laufen kann. Wir in KLM sind eine von den größten Firmen, die Acrylfasern und Viskosefasern herstellen. Wir haben zum Beispiel einen Teebeutel, Hygieneartikel oder ein Autoverdecker drin. Ja, um das zu produzieren, braucht man viel Technik, viel große Anlagen, da wo viel Elektronik drin ist. Und genau an der Stelle kommen wir Elektroniker zum Einsatz. Bei uns ist es ganz wichtig, dass man im Kopf bei der Sache ist, vor allem bei der Arbeitssicherheit, dass man mitdenkt, was man macht, dass einem nichts passiert. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt bei uns. Man hat halt immer wieder andere Anlagen, andere Menschen, weil es halt doch eine große Firma ist. Und das im Gesamten macht halt einfach viel Spaß. Und der Ausbilder, der passt auch ganz gut dazu, weil man mit dem auch freundschaftlich unterhalten kann. Und das im Ganzen ist einfach dann ein super Team. Ja, für den Job muss man auf jeden Fall Motivation mitbringen, da man viel lernen will, da man halt auch wirklich Interesse an der Technik hat, da man was weiterbringen mag und wirklich was lernen. Das Interessante an meinem Job ist einfach, wenn man jetzt irgendwas baut oder irgendwas plant und das dann fertig ist und das dann funktioniert und das einfach dann läuft und hinhaut. Also nach der Ausbildung ist noch lange nicht Schluss, da kann man dann einen Techniker machen, einen Meister oder man geht halt weiter auf die Schule, auf die Post und dort dann studieren. Das heißt, nach der Ausbildung stehen einem alle Türen offen. Also für mich war das eine richtige Ausbildung bei der KLM Fibres anzufangen, weil es einfach ein nettes Team ist. Man macht immer andere Dinge und darum war das einfach der richtige Schritt, die Ausbildung da zu machen.